Ja, im Namen des Bildungskollektivs und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt begrüße ich euch jetzt ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung über die Märzkämpfe, den Zerfall der KAPD und die Entstehung einer neuen Kritik. Mein Name ist Lukas, ich bin Mitglied im Bildungskollektiv und freue mich, dass ich heute den Vortrag von Felix Klopotek hier ankündigen kann. Bevor ich was zur Veranstaltungsreihe sage, also zu dem Rahmen, in dem diese Veranstaltung heute auch stattfindet, und bevor ich Felix als Referenten vorstelle, will ich kurz was zum technischen Ablauf sagen. Alle Teilnehmer, die jetzt hier diesen Konferenzraum betreten haben, sind in der Regel erstmal stumm geschalten. Wir würden euch bitten, ein bisschen darauf zu achten, diese Stummschaltung auch während des Vortrags beizubehalten, so dass alle dem Vortrag gut folgen können und es keine Störgeräusche gibt. Ansonsten ist dann nach dem Vortrag, der so circa eine Stunde dauern wird, ist es dann möglich, auch gemeinsam in die Diskussion zu treten. Da habt ihr die Möglichkeit, entweder den Chat zu nutzen oder ihr meldet euch dann im Chat. Ich würde das dann nochmal sagen, auch wenn es soweit ist. Ihr könnt aber auch schon während der Veranstaltung gerne Fragen in den Chat formulieren, die ich dann nochmal vorlesen würde jeweils. Und Felix wird dann darauf eingehen. Diese Veranstaltung findet statt im Rahmen der Reihe Konflikt und Ungeduld im Frühjahr der Weimarer Republik, eine Veranstaltungsreihe, die sich mit der Geschichte der mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921 auseinandersetzen. Kämpfe, die eben vor 100 Jahren stattgefunden haben, die getragen waren von einer militanten Aufstandsbewegung von Arbeitern im Mansfelder Land, in dem Umfeld von Halle und Merseburg. Leuna ist, denke ich, das zentrale Stichwort, das einigen Leuten bekannt ist. Wir haben diese Veranstaltungsreihe begonnen mit einer Radiosendung, wo es erstmal sehr grundlegend darum ging, in die Geschichte dieser Märzkämpfe einzuführen. Ich würde im Laufe der Veranstaltung auch den Link zu dieser Radiosendung hier nochmal in den Chat posten, sodass das auch gerne nochmal wahrgenommen werden kann. Wir haben dann fortgefahren mit einer Veranstaltung mit Dania Alasti, wo wir uns den Frauen der Novemberrevolution gewidmet haben, wo es eben auch nochmal darum ging, klarzumachen, diese Auseinandersetzungen, die 1921 halt stattgefunden haben, sind nicht zu verstehen ohne diesen größeren Zeitraum, der ja sich eigentlich von der Weltkriegszeit eben dann bis 1923 hin erstreckt. Wir haben dann uns mit einer Person beschäftigt, die nicht im engeren Sinne mit den Märzkämpfen zu tun hatte, die aber an den Debatten teilgenommen hat, die in der kommunistischen Bewegung in dieser Zeit geführt wurden, nämlich mit Lou Merten. Und heute geht es eben um den Rätekommunismus oder um die Vorgängergruppierungen des Rätekommunismus. Die KAPD steht hier auch im Titel der Veranstaltung. Zu nennen wäre auch die Allgemeine Arbeiterunion AAU. Das sind Gruppierungen, die für diese Aufstandsbewegung im mitteldeutschen Raum 1921 sehr wichtig waren, einfach weil diese Gruppierungen hier in diesem Raum sehr stark gewesen sind und eben auch agiert haben in diesen Kämpfen. Im Gegensatz zur KPD-Geschichte, die durchaus auch einige Spuren noch hinterlassen hat, die man sich heute besichtigen kann in Form von Gedenksteinen oder Gedenktafeln, haben diese Protagonisten und diese Organisierungen keine Spuren hinterlassen. Vielleicht ein Grund, sich ihre Geschichte genauer anzuschauen. Ich selber lese gerade einen Roman, der sich mit der Geschichte der mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921 auseinandersetzt, von Otto Gotsche, Die Märzstürme. Otto Gotsche ist jemand gewesen, der als Kommunist im Widerstand gegen die Nazis war, der später aber auch Funktionär gewesen ist, der SED, bis hin zu seiner Mitgliedschaft im ZK der SED und der so ein bisschen ja das Aushängeschild oder das Vorbild war der Bewegung schreibender Arbeiter in der DDR. Diese Gruppierungen KAPD und AAU kommen in diesem Roman durchaus vor und ich denke, das steht dann vielleicht insgesamt so ein bisschen für die DDR-Geschichtsschreibung, nämlich die Art und Weise, wie sie darin vorkommen, nämlich eigentlich nur als negatives Abziehbild. Die KPD ringt in dieser Erzählung quasi in den mitteldeutschen Märzkämpfen noch um den rechten Weg. Und die KAPD und die AAU stehen eben für die Gruppierungen, die diesen Weg nicht mitgehen wollten. Und die Personen, die in diesem Roman auftauchen, die mit diesen Organisierungen assoziiert sind, ja, sind durchweg unzuverlässige Charaktere. Leute, die überschwänglich ihren Gefühlen folgen, die unzuverlässig sind, unberechenbar sind,
Ja, und die sozusagen nicht einsehen, dass man sozusagen mit einer starken zentralisierten Partei vorwärts gehen möchte. Manches mag stimmen auch, wie diese Personen in diesem Buch beschrieben werden. Vieles stimmt nicht. Und ich denke, dass das Buch von Felix Klopotek, Rätekommunismus, Geschichte, Theorie, das gerade im Schmetterling Verlag erschienen ist, eine Möglichkeit ist, ja, sozusagen wegzukommen von so einer Geschichte von negativen Abziehbildern und ja, sich die reichhaltige Geschichte dieser Gruppierungen und dieser Bewegungen anzuschauen und eben sich zu vergegenwärtigen, was ist dann passiert in den Folgejahren und wie ist dann aus diesen Gruppierungen heraus unter anderem die Strömung des Rätekommunismus entstanden. Es ist ein ganz glücklicher Zustand, dass eben das Erscheinen dieses Buches auch ja, in den Zeitraum unserer Veranstaltungsreihe fällt. Insofern passt es ganz gut. Es ist heute also die Möglichkeit, in einen Teil der Geschichte der Arbeiterbewegung nochmal tiefer einzusteigen und es ist gleichzeitig ja, eine Buchvorstellung zu einem Buch, dessen Lektüre ich empfehlen kann. Felix Klopotek lebt als Journalist und freier Autor in Köln. Ja, und ich freue mich, dass sich hier die Gelegenheit ergibt, dass wir auf dezentralem Wege halt diese Veranstaltung stattfinden lassen können. Freue mich, Felix, dass du unsere Einladung angenommen hast und würde dann soweit erst mit dir das Wort übergeben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe kein Headset auf und offensichtlich ist BigBlueButton jetzt anders als Zoom da ein bisschen empfindlicher. Also wir haben das vorhin getestet und ich soll ganz leise sprechen. Also es gibt aber, glaube ich, auch hier irgendwie eine Möglichkeit, irgendwas dann in den Chat zu schreiben, wenn ich zu leise oder zu laut bin. Ja, ich habe ein bisschen mich bemüht, weil ich mir jetzt doch die ganze Zeit dachte, oh je, das ist ja alles 100 Jahre her und sind wir nicht heute mit ganz anderen Fragen konfrontiert. Und ich habe mich ein bisschen bemüht, es doch ein wenig näher an unsere Gegenwart heranzuführen. Und naja, Lukas hat schon Otto Gottsche erwähnt, der gesagt haben soll, na, endlich haben wir die Mauer, nach 1961, endlich haben wir die Mauer, denn da können wir unsere Gegner dran zerquetschen. Also ein Stalinist vor dem Herrn, ob das wirklich verbürgt ist, was er da gesagt haben soll, weiß ich nicht. Es stammt von Heiner Müller, ist nicht immer der zuverlässigste. Heiner Müller und BK Trageleen haben übrigens ein Buch oder ja doch ein Buch von Gottsche auch über die Widerstandszeit und die Ankunft der Roten Armee verfilmt. Müsste vielleicht irgendwo in Babelsberg noch eine Kopie dieses Films liegen. Ich glaube, die lief sogar damals im DDR-Fernsehen. Ganz früh war das, Ende der 50er oder 1960, so um den Dreh. Ja, Otto Gottsche. Wir bleiben aber jetzt auch tatsächlich in der DDR. Und ich beginne mit einem sehr merkwürdigen Text oder vielleicht mit einem, nee, nicht merkwürdigen Text, aber vielleicht merkwürdigen Einstieg. Nur ganz kurz. Wir haben so bis 9:30 die Veranstaltung angesetzt und ich soll nicht länger, will auch nicht länger als 50 Minuten reden. Natürlich ist wieder alles hier viel zu vollgestopft. Ich habe mir verschiedene Teile überlegt, werde auch einen Abschnitt aus meinem Buch lesen. Und ich schaue einfach mal, wie weit wir kommen. Und dann breche ich dann wahrscheinlich oder vielleicht einfach eher ab und können dann offene Fragen dann via Chat oder Moderation, wie auch immer, dann im Anschluss klären. Im wiedervereinigten Deutschland ist es vor allem zwangsläufig die Arbeiterklasse, die auseinanderfällt. Auf der letzten Stufe der industriellen Revolution ist in Westdeutschland folgende Situation entstanden: Karrierismus im Einzelfall, Flexibilisierung der individuellen Arbeitszeit, das Überwiegen der Masse an Angestellten gegenüber anderen Lohnarbeitern, erhöhte Ausbeutung der Psyche und des Nervensystems anstelle eines einfachen physischen Arbeitskraftaufwands haben innerhalb dieser Klasse eine gegenseitige Gleichgültigkeit produziert, weshalb man sagen kann, dass sie als Klasse nur noch in den Statistiken existiert. Noch schlechter steht es um die Klasse, die gemäß der Ideologie dieses speziellen militärisch organisierten Betriebssozialismus im Osten Trägerin der politischen und wirtschaftlichen Macht sein sollte. Also die Arbeiterklasse in der DDR.
Aufgrund ihrer im höchsten Maße gespaltenen, auf Betriebe verteilten und voneinander isolierten Arbeiterschaft konnte sie nie eine Klasse werden, sondern nur eine Karikatur derselben. Der dem Anschein nach autarke Betrieb war ein gesellschaftlicher Mikrokosmos, über den die Arbeiterinnen und Arbeiter mit seltenen Waren und verschiedensten Dienstleistungen versorgt wurden. Schwer vorstellbar für einen Westler, auch wenn er in der Fabrik, einem Büro oder irgendeinem nach außen hin isolierten Arbeitsplatz beschäftigt ist, der daran gewöhnt ist, sich in gesellschaftlichen Bereichen zu bewegen, einkaufen, den Klempner oder Elektriker bestellen, Urlaub fahren, die nicht wie einst in der DDR direkt von einer Superbetriebsführung abhängen. Der DDR-Betrieb war schon immer, obgleich volkseigen, eine private Struktur und noch mehr eine privative. Der Lohn für die gesellschaftliche Arbeit der Arbeiterschaft wurde nicht immer mit Geld ausgezahlt, sondern über ein höchst ausgeklügeltes System entlohnt. Das passierte, wenn auch nicht gerade heimlich, so doch immerhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weshalb man dieses Entlohnungssystem auch nur sehr schwer mit externen vergleichen kann. Es handelt sich dabei also um höchst private Transaktionen zwischen der Betriebsleitung und der Arbeiterschaft. Diejenigen, die in ihrer Gesamtheit die Klasse an der Macht bilden sollten, wurden durch den privaten Staatsbetrieb der Möglichkeit beraubt, dass langsam aber sicher ein innerer Zusammenhalt untereinander hätte entstehen können. Der Zusammenhang, der sich dann entwickelt, wenn die Arbeiter anfangen, einen Blick hinter oder über den betrieblichen Lattenzaun zu werfen und wie Schüler bei einer gelungenen Improvisation zum Nachdenken angeregt werden, egal wenn ihre Konzepte dabei anfangs noch nicht angemessen sind. Tja. Der Auftakt ist also in der Tat merkwürdig. Wir sind offensichtlich in einem ganz anderen Abschnitt des Zeitstrahls. Was hat er mit der Themenstellung des heutigen Abends, nämlich etwas zum Zusammenhang von Märzkämpfen, KAPD und Rätekommunismus zu sagen, zu tun? Nun, der Text stammt von Christian Riechers. Er ist ein Ausschnitt aus einem größeren Text, der allerdings nie auf Deutsch erschienen ist. Für ein italienisches marxistisches Journal hat er 1991 eine erste Bilanz der Wiedervereinigung gezogen und die damals neu entstehenden linken Debatten daran gemessen. Als ich 2007, 2008 an der Herausgabe der Schriften von Christian Riechers arbeitete, der bereits 1993 nach schwerer Krankheit starb, ließ ich diesen Text übersetzen und entschied mich dann doch gegen eine Aufnahme in die Anthologie, die dann rausgekommen ist, Die Niederlage in der Niederlage. Um die Passage, und noch einige mehr in diesem Text, aber um diese Passage, die ich gerade vorgetragen habe, tut es mir aber leid, weil ich sie sehr prägnant finde. Von Riechers stammt auch diese Bemerkung, die sich tatsächlich dann gleich auf die Zeit bezieht, um die es eigentlich geht, auf die frühen 20er Jahre. Zitat: Ihre Inadäquatheit, also was die prognostischen Sätze angeht, ist der marxistischen Theoriebildung immanent und nur mit großer Umsicht zu vermeiden. Sind die kämpferischen, einem nur kontemplativen Marxismus abholden Marxisten bemüht, theoretisch von der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung vorauszuhaben, Marx-Zitat, so, und jetzt kommt's, bemerken Sie dabei häufig nicht, dass Sie tendenzielle und damit notwendig isolierte Entwicklungslinien als bereits verwirklicht und die Gesamtheit der Verhältnisse bestimmend ausgeben. Wir können diese Bemerkung als Motto oder Leitbild für den heutigen Abend nehmen. Aber was hat die Einleitung, die ich eben vorgelesen habe, Betriebssituation in der DDR, mit unserem Abend zu tun? Zunächst wird hier die Situation der Arbeiterklasse in einem Land skizziert, dessen politische Führung sich in die Tradition der Märzkämpfe gestellt hat. Zumindest in den 50er Jahren waren in der DDR die Märzkämpfe nicht verdrängt. Wenn man so will, schließt sich 1991 der Kreis, ist der Bogen der Konterrevolution abgeschritten. Riechers schildert die Isolierung der Klasse in Betrieben.
Die Ersetzung der Kontrolle der Arbeiterinnen und Arbeiter über die Produktion, Voraussetzung der Diktatur des Proletariats im eigentlichen Sinne, durch die sogenannte wissenschaftliche Betriebsführung. Ersetzung des Sozialismus durch Wohlfahrt und ein System von Privilegien. Eingeschlossen in die Form des Betriebes schrumpfen die Arbeiterinnen und Arbeiter in ihrer Gesamtheit zu einer beherrschbaren Größe. Wird diese spezifische Betriebsform zerstört, wie das im Zuge der Wiedervereinigung der Fall war, sind Wut und Verzweiflung die Folge, die sich durchaus im Protest äußern können, wie das damals auch der Fall war, die aber auch einen Mangel an politischer Klarheit offenbaren. Ein unabhängiges Gewerkschaftswesen ist in Deutschland nicht entstanden und Ostdeutschland nicht entstanden und eine gesamtdeutsche Linke, die wirklich begriffen hat oder sich zumindest der Herausforderung des Begreifens gestellt hätte, was in den 90er Jahren in Ostdeutschland und auch rückgekoppelt im Westen vorgegangen ist, hat sich nie konstituiert. Richers beschreibt die Hürden, die sich der Konstituierung einer einheitlichen Klassenaktion in den Weg stellen. Diese Hürden wachsen mit der fortschreitenden Entwicklung der Produktivkräfte, die immer auch Ausdruck kapitalistischer Gewalt sind. Es stellt sich die Frage, wie sie zu überwinden wären, und zwar abgeleitet aus der Höhe, das ist sozusagen die Dialektik, die Höhe nicht nur als einen Widerstand zu begreifen, sondern auch als Antrieb, die entsprechende Lösung zu finden. Und damit wären wir in der Tat bei den Märzkämpfen. Die politisch-strategische Haltung der Kommunisten zu jenem Osteraufstand im Mahnsfeldchen, wie Franz Jung diese Woche, diese damalige Woche im März 1921 fast schon idyllisch-religiös genannt hat, ging von dieser Frage aus. Wie lässt sich aus den einzelnen, voneinander isolierten Brandherden proletarischer Rebellion eine einheitliche Front gewinnen? Wie können wir bestehende Unruhe, die sich in mannigfaltigen Streikaktionen, Sabotage, Aktionen und so weiter äußert, in einen allgemeinen Aufstand verwandeln? In der historischen Betrachtung machen leider häufig in denunziatorischer Absicht Historiker zwei Linien in der radikalen oder sozialistischen deutschen Arbeiterbewegung aus. Die eine Linie kommt von Rosa Luxemburg. Ich folge jetzt hier dem Narrativ, so nennt man das, glaube ich, kommt von Rosa Luxemburg und wird um 1920/21 von Paul Levy, ihrem ehemaligen Anwalt und Gefährten, Liebhaber, repräsentiert. LED-Vorsitzender. Diese Linie steht für die Massenaktion, für die eher defensive Haltung der Partei, eben den Massen keine Aktionen vorzuschreiben, für die räteaffirmative Einstellung, die Verwurzelung in der republikanisch-demokratischen Tradition der deutschen Arbeiterbewegung. Die andere Linie ist die aktionistische, blinde Begeisterung für den Erfolg der Bolschewiken, deshalb große Bereitwilligkeit, in Moskau ausgetüftelte Pläne zur Taktik und Strategie der Revolution kritiklos zu übernehmen, avantgardistisches Verständnis der Partei, Revolution als Technik, die wiederum auf einer bestimmten Aktionsvorstellung fußt. Also Aktionen als Provokation einzusetzen, also diesen indirekten Weg zu gehen, etwas auszulösen, was dann wiederum eine Gegenreaktion verursacht und so weiter. In der Märzaktion setzt sich die zweite Linie, die aktivistisch-bolschewistische, durch, aber die erste macht nicht mit, steigt aus. Levy wird als Parteivorsitzender gestürzt. Viele organisationserfahrene Arbeiter kehren der Partei den Rücken. Die Welt der organisierten Kommunisten wird in den Folgejahren mehr und mehr zu einer abgeschotteten, ohne wirkliche Ankopplung an die reale Arbeiterbewegung, mehr auf Moskau als auf die wirklichen Verhältnisse in Deutschland gerichtet. Die Rede auch schon damals ist von der größten Sekte auf deutschem Boden. Besser ist meines Erachtens die Kritik Trotzkis, der den Scheinriesen KPD als Flugsand bezeichnet hat. Ja, also eine riesige Düne, die sich da auftaut, aber dann muss man nur einmal pusten, was der Faschismus gemacht hat, und sie zerstreut sich.
Aber ist diese Gegenüberstellung wirklich so einfach? Bezeichnenderweise fehlt in der immer noch ergiebigsten Studie über die Märzkämpfe, die heißt Aufstand der Avantgarde von Sigrid Koch-Baumgarten, die Perspektive der KAPD, und darauf hat ja auch Lukas schon Bezug genommen, fast vollständig. Sie ist zumindest keine eigenständige. Was ist, wenn es tatsächlich eine Kreuzung beider Linien gegeben hat oder hätte geben können? Eine aktionistische Linie, die dennoch nicht vom Primat der Partei ausgegangen wäre. Ein Bekenntnis auf der anderen Seite, ein Bekenntnis zum Räteprinzip, dass die Räte aber nicht bloß als anderes oder besseres Parlament missverstanden hätte. Mir scheint, dass die KAPD in ihren besten Momenten dieser dritten Linie entsprach. Ein emphatisches Bekenntnis zur Aktion und ein Wissen darum vertrat oder verkörperte, dass die Revolution eben keine Technik, kein Planspiel ist. Auch der KPD brach die gescheiterte Märzaktion das Genick. Zwar blieb ihr das Schicksal der Massensekte erspart, nicht erspart, blieb ihr ein schier unendlicher Spaltungsprozess, der grundsätzlich nur zu verstehen ist, wenn man sich klar macht, dass schwerwiegende theoretische Probleme überhaupt nicht gelöst waren und in dem jeweiligen Rahmen, an dem die KAPD-Fraktionen verzweifelt festhielten, auch nicht zu lösen war. Erst aus diesem Scheitern, das ist meine These oder vielleicht meine ideengeschichtliche These, von der ich mir aber gewisse politische Implikationen erhoffe, erst aus diesem Scheitern entsteht der Rätekommunismus. Wenn ich jetzt dazu übergehe, dachte ich, auch nochmal vielleicht was Lockeres. Und zwar, wie ist das denn eigentlich von, wie sind denn eigentlich diese Märzkämpfe von Leuten, die sich der kommunistischen Linken oder der einer rätekommunistischen Linken zugerechnet haben, zumindest eine Zeit lang zugerechnet haben, eigentlich reflektiert worden? Ganz bekannt, und viele werden das kennen, ich lese aber trotzdem gleich mal so zwei, drei Passagen, ist natürlich Franz Jung. Ganz bekannt ist aber natürlich auch seine Verbitterung. Also Franz Jung spricht hier nicht als jemand, der mit einer gewissen Gelassenheit oder Milde auf diese Zeit zurückguckt, sondern was so sein Memoir, der Weg nach unten, ja so auszeichnet, ist dieser harte Selbstekel. so eine tiefsitzende Selbstverachtung, die aber auch irgendwie einhergeht mit der Denunziation der damaligen Ereignisse. Also es war irgendwie Quatsch, was man damals gemacht hat, aber man hat es halt getan und man müsste es auch tun. Und es gehört irgendwie zu seinem Leben. Das andere Beispiel ist viel unbekannter, eigentlich sogar gar nicht bekannt, und drückt nochmal aus, auf was es damals auch in rätekommunistischen oder dissidentkommunistischen Kreisen immer auch ging. Oder was damals an was man damals festhalten wollte. Es handelt sich um ein Gedicht von Hans Langerhans, den viele oder einige vielleicht kennen als jemand, der ein Schüler von Karl Korsch war, in der Korsch-Gruppe. Manche sagen auch, sein Lieblingsschüler oder der Begabteste und der auch dann im Umkreis der kritischen Theorie der Frankfurter Schüler auftaucht. Er hat bei Max Horkheimer promoviert und hat im ersten Antisemitismus-Projekt, Forschungsprojekt des Instituts für Sozialforschung im amerikanischen Exil mitgearbeitet. Ist nie veröffentlicht worden. Langerhans war auch im Widerstand und war in den 30er Jahren, ab 33, relativ schnell dann aufgeflogen und in Haft und im KZ und ist dann 41 in letzter Minute der Hölle Europas entkommen. Er hat Gedichte geschrieben, sah sich in erster Linie als Dichter, sind auch bezeichnenderweise nie veröffentlicht worden. Und da gibt es ein Gedicht, das heißt Die Schiefertafel. Und die Schiefertafel, das ist ja etwas,
wo man was draufschreibt, was altertümlich ist und was auch irgendwie zerbrechlich ist. Und wie jeder weiß, ein Wisch und das, was auf der Schiefertafel geschrieben worden ist, ist auch schon verschwunden. Das heißt also, die Schiefertafel. Liebknecht war Rechtsanwalt, Verteidiger der Ausgebeuteten, der auf den Kasernenhöfen Geschundenen. Er stimmte gegen die Kriegskredite. Der Abgeordnete erhob auf dem Potsdamer Platz seine Stimme. Am 1. Mai 1916 gegen Kanonen erhob er die Stimme. Er wurde nicht auf der Stelle erschossen, sondern man ließ ihn seine Zeit abwarten in Luckau. Als die Zeit gekommen war, wurde der Redner der Massen von den ersten Faschisten ermordet. Hölz hatte in den Materialschlachten gelernt. Er nahm sich daraus mit, was er gebrauchen konnte. Ein Zahlabend ist noch keine Aktion, ein Schützenverein ist kein Stoßtrupp. Die Stimmen waren in der Garderobe abzugeben. Er zog die Eierhandgranate ab und pflasterte sie in den Saal. Die Rednertribüne war abgebaut. Der Trupp war noch nicht richtig in Form. Man handhabte die Waffen zögernd und dachte viel an Gerechtigkeit. Schinder Hannes im Vogtland. Als sie die Rebellen eingefangen hatten, gab es einen Prozess mit Prozessordnung und Verteidiger. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Als sie ihn wieder freigelassen hatten, sagte ein GPU-Kommissar zu ihm, du Bandit, und ertränkte ihn in der Wolga. Die Umgangsformen vereinfachten sich. Was hier fortlebt, wofür auch natürlich bei aller Lakonie und Bitterkeit Langer jemand wie Langer Hans plädiert oder woran er festhält und erinnert, das ist natürlich die exemplarische Aktion. Und das ist der Hinweis darauf, dass die objektive Analyse der Gewaltverhältnisse, der Produktionsverhältnisse immer einhergeht mit dem emphatischen Bekenntnis zu einer Aktion dagegen. Das heißt also, dass die vermeintliche Lücke, die immer gern konstatiert wird zwischen Theorie und Praxis, und dann fragt man sich, wie können wir denn diese Lücke schließen, und entwickelt dann eine neue Theorie, die dann zwischen Theorie und Praxis steht, und dann wiederum das Problem hat, wie können wir denn die Lücke schließen, und so begibt man sich in einen unendlichen Regress, in eine unendliche Kreisbewegung. Diese Lücke gibt es gar nicht, wenn man sich an Gestalten hält, wie Karl Liebknecht oder Max Hölz, der hier nur knapp Hölz genannt wird und der ja als einer der großen Aktivisten, der im Herzkämpfer auch bekannt ist, wenn man nämlich einfach zur Tat schreitet, nämlich einfach was macht, eine Aktion startet. Und eben nur in dieser Hinsicht, in diesem nach vorne gehen, die Avantgarde ist, nicht abgeleitet aus einem übergeleiteten theoretischen Prinzip, sondern einfach erwachsend aus einer konkreten Kampfsituation. Langerhans hat die Gedichte, die er geschrieben hat, auf die 30er Jahre datiert. Und das ist einigermaßen unvorstellbar, weil er ja in dieser Zeit im KZ saß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie die Möglichkeit hatte, die Sachen aufzuschreiben und auch dann mitzunehmen oder bei sich behalten zu können. Und ich glaube, er hat in der Datierung seiner Gedichte, die wie gesagt nicht veröffentlicht sind, hat er ganz bewusst die Jahre ab 33 genommen. Nicht, weil er sie da in dieser Zeit geschrieben hat, sondern weil diese Gedichte ohne die Erfahrung ab 1933 nicht zu verstehen sind, seiner Meinung nach. Und ich denke auch, dass das zutreffend ist. Ganz anders Franz Jung. Ich lese ein paar Passagen aus Der Weg nach unten vor. Dort gibt es auch das Kapitel Der Osteraufstand im Mahnsfeldchen. Im Hinterzimmer einer Kneipe in der Umgebung des Schlesischen Bahnhofs in Berlin hatte ich den Auftrag erhalten, nach dem Mahnsfeld dort Versammlungen abzuhalten und die Arbeiter der Kupfergruben zum Streik aufzufordern, genauer gesagt, in Streik zu bringen. Anwesend waren die sogenannten Spitzenfunktionäre der KP, der unabhängigen Sozialdemokraten sowie der Splittergruppe der Kommunistischen Arbeiterpartei, für die ich mit zwei anderen hingebeten worden war. Franz Jung war damals ein hoher KAPD-Funktionär.
Die KAPD wurde von den hier vertretenen Parteien und der Sozialdemokratischen Partei nicht mehr sehr ernst genommen. In Fällen einer um sich greifenden politischen Flaute aber, wie damals um die Osterzeit 1921, wurde sie von den noch eine Aggressivität vortäuschenden Arbeiterparteien gerne benutzt und vorgeschoben. Ich fuhr also mit dem Auftrag der drei Organisationen, einen Streik in Mansfeldschen zu entfesseln, zu einem Generalstreik auszuweiten, der über ganz Deutschland dann hätte ausgedehnt werden sollen. Signal für einen Generalangriff auf die Regierung, das war die Parole. Ich hatte die verschiedenen Verbindungen bekommen, eine Liste von Vertrauensleuten, die ich aufzusuchen hätte in Halle, Hettstedt und Kloster Mansfeld. Spezialisten sollten zu mir stoßen, die die weitere Aktion übernehmen würden. Mein Auftrag war, unmittelbar nach dem Anlaufen der Aktion nach Berlin zurückzukehren. Die Leute, mit denen ich in diesem Hinterzimmer zu tun hatte, waren mit wenigen Ausnahmen Arbeiter aus Berliner Betrieben, in die Aktionsausschüsse der Parteien delegierte Biedermänner, wie sie in den Spar- und Sportvereinen zu finden sind. Es mögen auch einige Berufspolitiker darunter gewesen sein oder wenigstens solche, von denen man annehmen konnte, dass sie es werden wollten. Dann einige ältere Parteifunktionäre schon aus der Zeit vor dem Krieg, Typ Kassenbeamter. Ich glaube kaum, dass auch nur einer sich eine Vorstellung davon gemacht hat, wie die Sache weitergehen würde, was dann zu geschehen haben würde, was den Berliner Arbeitern zu sagen, die bereits für die Woche nach Ostern zu Massenversammlungen aufgerufen waren, etwas Konstruktives über die bereits abgedroschenen Schlagworte hinaus. Für mich schien die Sache verhältnismäßig einfach. Ich hatte nur zu sagen, streikt, 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 und dann streiken alle in ganz Deutschland, Schluss. Überredungskünste waren dazu nicht vonnöten, Machtmittel standen mir sowieso nicht zur Verfügung. Wird der Streik irgendeine Stelle in Deutschland erschüttern? Mit welcher Gegenwehr werden wir zu rechnen haben? Jemand sollte sich darüber Gedanken gemacht haben, wenn schon nicht in Deutschland, so vielleicht draußen, in Moskau vielleicht, wahrscheinlich, aber wir wussten es nicht und niemand hat mich danach gefragt. Ja, kann man eben dann auch noch lesen, wie es dann für ihn dann tatsächlich erging. Er ist also dann in Hettstedt. Wir steigen einfach mitten rein. Ich fuhr weiter nach Hettstedt. Dort war schon vorher Max Hölz mit seinen Gefolgsleuten eingetroffen. Hölz hielt nicht viel von Versammlungen. Wir ließen wie vorgesehen eine am Vormittag abrollen. Hölz erschien dort auf dem Podium, als die Diskussion bereits im Gang war. Sprach gerade ein junger Mann, der angezogen war wie ein Forstadjunkt, also irgendein Angestellter von einem Gut aus der Nachbarschaft, zur Ruhe mahnend. Hölz trat ihm in den Hintern und schmiss den Mann vom Podium. Großes Gelächter, die Versammlung war aus, es wurde nicht abgestimmt. Im Garten des Wirtshauses war ein Tisch aufgestellt. Ich registrierte dort die Leute, die sich bereit erklärten, sich in eine Kampfgruppe einteilen zu lassen. Es kam eine kriegsstarke Kompanie zusammen. Ich teilte die Gewehre aus, die bisher im Rathaus gelagert waren. Das Rathaus war schon bisher ein Stützpunkt der KPD gewesen. Zur Verteilung kamen außerdem noch Munition und Kisten von Dynamit, organisiert aus dem Materialdepot der umliegenden Kali-Gesellschaften. Ehe die Kompanie noch von den vorher bestimmten Leuten übernommen werden konnte, hörten wir vom unteren Stadtzentrum her die Straße nach dem auf einer Anhöhe gelegenen Wirtshaus entlang Gewehrfeuer. Die Reichswehr war mittlerweile in Hettstedt eingerückt. Meine Leute stürmten auseinander. Mitten in einen Wirbelsturm geraten, allenthalben lagen die Gewehre herum. Und ich saß schließlich allein am Tisch mit den Listen. Inzwischen hatte sich die Hölzgruppe in der Stadt betätigt. Hölz hatte am Marktplatz eine Fahrradhandlung besetzt, den Inhaber auf die Straße gejagt, seine Leute rüsteten sich mit Fahrrädern aus. Als Warnung hatte er gleichzeitig die daneben befindliche städtische Sparkasse gesprengt. Die Fassade war niedergebrochen, der Dachstuhl eingestürzt. Nachrichten von der anrückenden Reichswehr ließen aber keine Zeit mehr, die Depots zu zerstören und sich nach barem Geld umzusehen. Max Hölz war abgerückt über die den Stadtkern umgebenden Höhenrücken hinweg und in die Weite verschwunden. Für mich wurde es jetzt auch Zeit, dem immer näher rückenden Gewehr Feuer auszuweichen. Der Weg nach oben über die Höhen war bereits verriegelt. So, er versteckt sich dann in einem Misthaufen, wird nicht verraten, obwohl die Leute, bei denen er versteckt ist, offensichtlich ersichtlich keine Genossen sind, aber sie lassen ihn in den Misthaufen. Und dann sagt er noch, wie er dann
wie für ihn dann der Aufstand zu Ende gegangen ist. Es war inzwischen früher Nachmittag geworden, Ostersonntag. Ich hörte sozusagen die Glocken in Neiße läuten. Wir gingen auf den schmalen Wegen, hatte einen Gefährten an seiner Seite, wir gingen auf den schmalen Wegen durch die Felder. Die Saaten standen im ersten grünen Strahlen der Sonne, kein Luftzug Frühling, kein Laut von einem menschlichen Wesen, kein Fahrzeug Frieden ringsum. Das monoton ansteigende Trillern von Lerchen, die sich ins Blau hinaufziehen. Sie steigen und steigen und steigen und lassen sich plötzlich fallen. Ein Riss, ein Loch tut sich auf, alles verstummt. Nur nach einer Weile werden sie sich wieder erheben und steigen und steigen und steigen und trillern und wieder fallen. Ich hatte das mit dieser Intensität niemals vorher gehört. Ende des ersten Aktes. Den zweiten Akt, den schildert er dann auch, wie er von der KPD-Führung in Berlin gebeten wird, Anschläge zu organisieren auf Eisenbahnen, auf einen sozialdemokratischen Politiker, um gewissermaßen die Niederlage zu kaschieren, um sozusagen das Feuer am Feuer nicht ganz erlöschen zu lassen. Und er lässt sich darauf ein, macht das auch und ist ein gnadenloses Desaster. Sie sprengen nicht den Sozialdemokraten in die Luft, verwechseln die Adresse und machen eine andere Wohnung platt, kommt da niemand ums Leben. Also geht gut aus. Und die Sprengung eines Stellwerks misslingt und eine andere Eisenbahnstation, da kommt man auch nicht ganz bis an die Gleise, also wird dann ein Pissoir in die Luft gejagt, anstatt dessen, als sozusagen Ersatzhandlung. Also er schreibt, es ist auf der einen Seite sehr amüsant und man lacht und es ist auch lustig, aber es ist natürlich überhaupt nicht lustig geschrieben und halt auch eingebettet in diesen ja sehr defätistischen, drückenden Selbstreflexionen. Gut, lassen wir Franz Jung und seine Stilisierungen, wenn sie vermutlich einen durchaus hohen Wahrheitsgehalt haben dürften, lassen wir das mal beiseite. Schauen nochmal auf diese Märzaktion. Auf Seiten der Arbeiter überlagern, kreuzen und verknäulen sich Kampfformen und Konfliktlinien, die unweigerlich zu einer Selbstblockade führen mussten und schließlich zur Selbstzerstörung des radikalen Flügels der deutschen Arbeiterbewegung. Wie stellte sich diese Konfusion auf Seiten der Arbeiter dar? Peter Utzelmann, leider unbekannt, es ist wert, dass man mal seine Biografie genauer recherchiert. Es gibt einen Nachlass auch am Amsterdamer Institut für Sozialgeschichte. Ein ehemaliger Spiegelredakteur, den man, glaube ich, sogar anschreiben kann, hat mehrere Stunden Interview auf Band. Also wer ein ernsthaftes Forschungsinteresse hat, da gibt es einiges zu holen. Peter Utzelmann, 1896 bis 1972, die wohl bedeutendste Gestalt unter den Anführern des Streiks in den Leunawerken, wusste nichts davon, dass in Berlin KPD und KAPD einen gemeinsamen Aktionsausschuss gebildet hatten. Ihm war folglich nicht bekannt, dass zur Koordination der Kämpfe Aktivisten aus Berlin, darunter besagter Franz Jung, geschickt worden waren. Was er aber wusste, eine direkte militärische Konfrontation mit den Polizeikräften konnten die Arbeiter, selbst dort, wo sie bewaffnet waren, nur verlieren. Er votierte für den sozialen Krieg, für Massenstreiks und Betriebsbesetzungen. In den Leunawerken, wo 25.000 Arbeiter in den Ausstand traten, gelang dies auch. Eine andere Taktik verfolgte Hölz. Er suchte die militärische Konfrontation, was Utzelmann entschieden und polemisch kritisierte. Hätte Hölz sich damals auf das Werksgelände getraut, er wäre über den Haufen geschossen worden, grollte ihm Utzelmann noch Jahrzehnte später. Hölz und die mit ihm assoziierten Brigaden erzielten sogar lokale Erfolge,
die sich aber nicht mit der Streikbewegung verknüpften. Kurzum, die Kämpfe blieben voneinander isoliert. Das Recht trifft das auf die wenigen überregionalen Solidaritätsaktionen zu, die zur Verbreiterung des Aufstands auf ganz Deutschland hätten beitragen sollen. In den Betrieben waren die Kommunisten häufig isoliert. Da kann das nicht stimmen. Wie kann es sein, dass in einer hochindustrialisierten Region und einem Klassenkampf erprobten Proletariat, und das war ja Mitteldeutschland, ein Aufstand nicht bloß schnell zerfällt, sondern von Anfang an nicht kohärent gewesen ist? Der Marxismus ist nicht die Lehre von den Revolutionen, sondern die Lehre von den Konterrevolutionen. Alle wissen sich zu bewegen, wenn sich der Sieg abzeichnet, jedoch nur wenige wissen dies zu tun, wenn die Niederlage kommt, sich kompliziert und andauert, lautet ein bekanntes, relativ bekanntes Zitat von Amadeo Bordiga, dem eigentlichen Gründer der Kommunistischen Partei in Italien. Damit hält er die Erfahrungen der Revolutionen und Arbeiteraufstände seit der Pariser Kommune fest. Sie geschehen wie von selbst und für die Kräfte des Militärs und der Bürokratie unabsehbar und auch zunächst unberechenbar. Aufgabe der Kommunisten ist es nicht, die Revolution zu machen, sondern die Truppen beieinander zu halten, wenn es zu einer Niederlage kommt. Der geordnete Rückzug ist stets die schwierigste Operation. Der Marxismus erklärt nicht die Revolution. Niemand, der auf die Straße geht oder in den Streik tritt, um unhaltbaren Zuständen ein Ende zu setzen, braucht Belehrung von Funktionären oder Theoretikerinnen, sondern die Konterrevolution. Wie tief reicht die Niederlage? Was sagt sie über das gesellschaftliche Kräfteverhältnis aus? Unter welchen Bedingungen ist mit einem Wiedererstarken der revolutionären Kräfte zu rechnen? Bei den Märzkämpfen verhielt es sich plakativ gesagt andersherum, und darin liegt ihre Tragik. Die Mehrzahl der Kommunisten, ob ganz links oder auch schon moskauhörig, waren sich im Frühjahr 1921 sicher, ihre Revolution generalstabsmäßig durchführen zu können. Damit begaben sie sich auf das Terrain von Polizei und Militär. Ihre Politik war konspirativ, hatte Züge einer Geheimwissenschaft angenommen, setzte auf heroische Akte einzelner Akteure. Indem KPD und KAPD in ihrer putschistischen Hochspannung die Bereitschaft zum großen proletarischen Aufstand überschätzten, lieferten sie die vorhandenen Energien zur proletarischen Gegenwehr einer militärischen Konfrontation aus. Sie hatten keine Exit-Strategie. Beide Parteien zerbrachen letztlich an der gescheiterten Märzaktion. Die eine, die KAPD, binnen weniger Monate, die andere blieb als formale Organisation bestehen, aber verkümmerte doch schnell zu einer Außenstelle Moskauer Politik. Aus sich selbst heraus war sie in den Folgejahren, also die KPD, immer weniger zur eigenständigen Initiative in der Lage. Eine systematische Aufarbeitung dieser Katastrophe fand in kommunistischen Kreisen nicht statt, während, wie dann ein Blick in die Archive offenbart hat, die Polizei doch ganz genau hinschaute. Die bekannteste literarische Darstellung übrigens der Ereignisse ist wieder von Franz Jung, nämlich die Eroberung der Maschinen von 1923. Das ist wirklich sehr interessant. Seine Lebenserinnerung schreibt er als 70-Jähriger. Ende der 50er Jahre, ich glaube, Der Weg nach unten erscheint 1961. Und das ist ein natürlich ganz anderer Franz Jung als der, der 1923 die Eroberung der Maschinen veröffentlicht. Ein Buch, das er im holländischen Knast geschrieben hat. Und Franz Jung, dem wurde es natürlich auch zu heiß, er wurde gesucht. Ich weiß gar nicht, ob er sowieso nur auf Bewerbung draußen war. Jedenfalls wollte er, er wollte nicht fliehen, sondern er wollte an einer Konferenz der kommunistischen Linken in London teilnehmen. So, und wurde aber in den Niederlanden hochgenommen, identifiziert, kam dort in den Knast und wurde aber dann nicht nach Deutschland, sondern in die Sowjetunion abgeschoben, die auch, glaube ich, die Kaution oder zumindest die Anwaltskosten für ihn übernommen hat. Und dann war er ja Fabrikleiter, also hat auch mal dies gemacht in der Sowjetunion. Dieser Roman ist aber wirklich was ganz Besonderes. Und ich, ehrlich gesagt, es ist auch ein Buch, das für mich über Der Weg nach unten steht. Es ist ein Antiroman, verzichtet ganz auf
auf individuelle Helden und Namen und konzentriert sich auf die Darstellung der kollektiven Bewegung der Klasse, so das Aufflammen, Niedertreten der Revolutionsversuche. Ja, jetzt habe ich insgesamt, glaube ich, doch recht, das habe ich vorhin gesagt, defaitistisch über diese Zeit geredet. Und wir sind gewissermaßen bei dem, was mich theoretisch interessiert und wo ich denke, dass sich daraus auch noch Sachen gewinnen lassen, um unsere Situation zu beklären, zu verstehen, zu erklären. Da bin ich noch gar nicht hin vorgestoßen, nämlich zum Metakommunismus. Auch ich habe, als ich zum Beispiel mich so an die ersten Konzeptionen dieses Buches, diese kleine Einführung in die Geschichte, Theorie des Rätekommunismus gesetzt habe, auch ich bin immer davon ausgegangen, das Interessante an dieser Bewegung ist, dass sie mal eine Massenbewegung war. Dass es in Deutschland also für einen gewissen Zeitraum, ja, von 1918 nimmt man vielleicht diese Militärstreiks noch mit, von 1917, 16 bis 21, 23 oder so gegeben hat. Und dass sich gewissermaßen aus dieser Zeit, aus diesem Überschwang und dieser glühenden Radikalität die Legitimität des Rätekommunismus ergibt. Die Legitimität auch, sich damit zu beschäftigen. Denn warum sollte man sich mit etwas beschäftigen, was immer marginal und fast immer unsichtbar gewesen wäre? So habe ich mir das gedacht und ich war, als ich mich dann eingelesen habe, das ist alles kein großes Kunststück, die ganzen Texte und so liegen ja mittlerweile vor, sind auch im Netz, also es ist, man muss gar nicht mehr so irrsinnig viel recherchieren. Als ich mich dann eingelesen hatte, dachte ich, na, das geht nicht auf, das funktioniert nicht, das klappt nicht. Das, was ich unter, oder wo ich, was ich denke, was eigentlich Rätekommunismus ist, ist etwas, was später erschienen ist, was später entstanden ist. Auch wenn Akteure die gleichen geblieben sind, Akteure aus einer gewissen Bewegung, eben der Rätebewegung, herausgewachsen sind, sind sie doch Ende der 20er Jahre, in den 30er Jahren andere Leute als die, die sie 1918 oder 1921 gewesen waren. Nun bin ich zu dem Schluss gekommen, und ich befürchte, dass ich das nicht einheitlich in dem Buch durchgehalten habe. Ich glaube, da steht nämlich an einigen Stellen noch was von Massenbewegung. Aber ich bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass man den Rätekommunismus viel eher als eine Art theoretische Reflexionsform, vor allem eben auch dieser Niederlagen verstehen muss. Dass also die KAPD oder sozusagen ihr Komplementärstück, die Arbeiterunionen, die Betriebsorganisationen, doch viel enger an dem Kontinuum der damaligen Arbeiterbewegung waren, als es dann später oder als ja als dann später die als es dann später die rätekommunistischen Positionen sind. Einer der zentralen Texte des Rätekommunismus heißt ja vom Werden einer neuen Arbeiterbewegung und ist, da habe ich jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, 35 oder 36 geschrieben worden von einem holländischen Genossen, Henk Kannemeyer, der hat den Text auf Deutsch geschrieben, ist auch im Internet an diversen Stellen zu finden. Und die Behauptung oder die Proklamation oder die Feststellung, kann man sich jetzt entscheiden, einer neuen Arbeiterbewegung ist halt, und ich glaube, das war den damaligen Leuten auch klar, auch als eine Absage an die KAPD oder auch an die Betriebsorganisationspolitik zu sehen, zu verstehen. Also, es geht nicht mehr darum, gewissermaßen vorhandene Tendenzen in der Arbeiterbewegung zu radikalisieren, aufzugreifen, zu bewahren, sondern wirklich sich klarzumachen, wir befinden uns in einer Situation des Bruchs, der Faden ist gerissen. Das heißt also, dass man von dem Rätekommunismus streng genommen tatsächlich erst ab, ja, jetzt kann man sich verschiedene Jahreszahlen überlegen, aber es ist nicht sprechen kann, 1925, 1930, 1935,
35, aber eben nicht in dem Zeitraum der Märzaktion, der Märzkämpfe. Im Grunde genommen ist das uns allen, glaube ich, ziemlich bekannter Mechanismus, nämlich dass die theoretische Reflexion immer der Praxis folgt und eigentlich auch immer erst dann einsetzt, wenn man sich, und da sollte man nochmal an das Zitat von Bodiger denken, wenn man sich vergegenständlichen oder vor Augen führen muss, was eigentlich damals schiefgegangen ist. In dem Buch Einführung, oder in dem Rätekommunismusbuch, gibt es deshalb auch ein Unterkapitel, Geburtsstunde des Rätekommunismus. Und jetzt ist die Zeit auch schon fast ab, aber dafür reicht es noch. Die Gründung der KAPD 1920 klärte nichts, sondern schuf immerhin dies neue Bruchlinien, die eine weitere Auseinandersetzung zwingend erforderlich machten. Betrachtet man diese Phänomene ideengeschichtlich, zeigt sich, dass die Partei nicht die des Rätekommunismus war, sondern ihre Programmatik eine Etappe der Theoriebildung verkörperte. Eine dermaßen dichte Vereinigung radikal-kommunistischer Kräfte aus der Arbeiteropposition hat es nie wieder gegeben. Wäre mehr möglich gewesen? Sozialgeschichtlich stellt sich die Situation anders dar. Zwischen 1919 und 1921 waren Ansätze autonomer proletarischer Organisation vorhanden, die als Massenerscheinung bei einer Stabilisierung des Kapitalismus wieder verschwinden würden. Das Erbe dieser Ansätze wäre durch umfassende Aufarbeitung zu bewahren gewesen. Stattdessen wurden sie zu voll entwickelten Organen der Selbstbefreiung verabsolutiert. Also genau die Gefahr, die, vielleicht erinnert euch noch das Anfangszitat von dem Richards, genau die Gefahr, die dort beschrieben ist. Das ist im Grunde genommen die Kühnheit einer theoretischen Aussicht, eines theoretischen Weitblicks, die man ja auch immer braucht, sehr schnell darin mündet, bestimmte Tendenzen zu isolieren, was dann Dialektik dieser Kühnheit zu einer Verdinglichung und auch Verkümmerung der Theorie führt. Diese Überbetonung ersetzte den nüchternen Blick auf die realen Verhältnisse und führte dazu, dass sich die Aktivistinnen und Aktivisten theoretisch wie praktisch in unlösbare Widersprüche verwickelten. Sie konnten sie nicht anders als in weiteren Spaltungen und die sie rechtfertigenden theoretischen Konstruktionen auflösen. Der Wildwuchs dieser Konstruktionen trieb die absonderlichsten Blüten hervor. Die kommunistischen Arbeiterführer Hamburgs, Heinrich Laufenberg und Fritz Wolfheim, verfielen ab Herbst 1919 auf einen Nationalbolschewismus. Burgfrieden mit der heimischen Bourgeoisie, alle Anstrengungen gegen die imperialistische Einschnürung Deutschlands nach dem Versailler Vertrag gerichtet, alle Anstrengungen gegen die imperialistische Einschnürung Deutschlands gerichtet, für einen Pakt von Reichswehr mit Roter Armee eintreten. Ganz falsch lagen sie freilich nicht. Frankreich und Deutschland hätten niemals eine sozialistische Republik Deutschland an ihren Grenzen erlaubt. Ein Einmarsch fremder Truppen hätte im Fall einer siegreichen proletarischen Revolution durchaus gedroht. Die Übersetzung dieser vielleicht realistischen, antiimperialistischen Prognose in ein Programm der nationalen Einigung war aber dann sektiererisch, vermessen, alles andere als realistisch. Laufenberg und Wolfheim nahmen noch am Gründungsprozess der KAPD teil und wurden im Sommer 1920 als Nationalbolschewisten aus der Partei ausgeschlossen. Ich möchte auch nochmal betonen, dass das zwar sehr schräge Gestalten sind, aber sie auf keinen Fall dafür taugen, da eine Linie, eine Genealogie zum Faschismus, zum Nationalsozialismus hin zu konstruieren. Also soweit ich weiß, spielen sie dann in der sogenannten konservativen Revolution, in dieser auch ja heterogenen Strömung elitärer Denker keine Rolle. Vielleicht hätten sie gerne eine gespielt. Ja. Die wirklichen Bruchlinien verliefen jenseits der nationalen Frage. Welches Verhältnis hat die Partei zu den Arbeiterunionen, welches zur kommunistischen Internationalen und zur KPD, welches zu den tagtäglichen Klassenkämpfen, die sich an banalen, ganz und gar nicht revolutionären Dingen entzündeten? Auf die Arbeiterunion gehe ich früher in dem Buch ein und deshalb sage ich jetzt hier nur zwei, drei Sätze dazu. Es handelt sich hier um einen aus der Rätebewegung
sich ergebender, gewissermaßen naturwüchsiger Prozess der Basisradikalität. In Betrieben, vor allem an der Waterkant, also an den großen norddeutschen Hafenstädten, dann im sächsischen Industrierevier, teilweise auch im Rheinland, in Berlin auch. Ja. Und diese Arbeiter, diese Betriebsorganisationen, diese Arbeiterunionen waren natürlich auch daraus gespeist, dass die Gewerkschaften einen offen reaktionären Kurs hatten, die regierende Sozialdemokratie unterstützten und es auch häufig zu Absprachen gab mit der Betriebsleitung, diese aufmüpfigen Leute aus den Gewerkschaften, aus den Betrieben, die Kommunisten hinauszuwerfen, hinauszuterrorisieren, wurde sogar damals gesagt. Und dabei, daran gemessen war die Organisation in autonomen Betriebsorganisationen, Arbeiterunionen, ein erster Schritt der Verteidigung, der Gegenwehr, der Gegenmacht. Es mag sicherlich auch da den Einfluss eines internationalen Diskurses gegeben haben, denn die Idee der Betriebsorganisation, der One Big Union, ist auch eine Idee, die in den USA sehr stark war und von den Industrial Workers of the World vertreten wurde, den Wobblies, so kennt man sie auch heute noch. Und was man vielleicht nicht weiß, die Wobblies unterhielten in den Hafenstädten, wo die Auswanderer sich einschifften, bereits Büros und haben dort agitiert, im Bremerhaven zum Beispiel, im größten deutschen Auswandererhafen, gab es Wobbly-Zellen, die schon darauf hingewiesen haben, wie sich die Leute politisch betätigen können. Die Wobblies oder die Industrial Workers of the World waren nicht zuletzt auch eine sehr migrantische, sehr migrantisch geprägte Gewerkschaft oder Antigewerkschaft, je nachdem. Dass so eine internationale Rückkopplung mag es, wird es auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher, auch auf die deutsche Rätebewegung und auf die Arbeiterunion gegeben haben. War interessant, wir reden jetzt hier von diesen Arbeiterunionen als auch bereits sehr entwickelten, sehr reflektierten, sehr kampferprobten Organen und trotzdem gibt es eine Partei. Ja, das ist erklärungsbedürftig. Die Antworten auf diese Fragen fielen durchweg unbefriedigend aus und trieben Isolation und Zerfall der Partei nur voran. Höhe oder vielmehr Wendepunkt der Tragödie war die gemeinsam von KPD und KAPD forcierte Märzaktion 1921 im mitteldeutschen Industriegebiet. Die Regierungstruppen waren zu jedem Zeitpunkt den schlecht bewaffneten Arbeiterhundertschaften überlegen. Der Generalstreik sprang nicht auf ganz Deutschland über, in Sachsen selbst blieben die Aufstandszentren voneinander isoliert. Im Rückblick auf die Märzkämpfe verweist 1928 der frühere KAPD-Anführer Bernhard Reichenbach auf das Verhalten von KPD, Sozialdemokratie und Gewerkschaften als entscheidend für die Blockade der Revolte. Ein längeres Zitat. Die Märzaktion war der letzte Versuch gewesen, die latenten Elemente des Klassenkampfes revolutionär auf breiter Basis im Kampf um die Machtergreifung zur Auslösung zu bringen. Diese Versuche scheiterten an zwei Momenten, dem prinzipiellen Widerstand der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften gegen aktiv revolutionäre Gestaltung des Klassenkampfes, sodann an dem Verhalten der KPD, die im Programm revolutionär eine Führerdiktatur anstelle der Klassendiktatur setzen wollte, wobei diese Führerschicht in den unterschiedlichsten sich widersprechenden Auffassungen von dem Begriff revolutionärer Politik, diese ständig wechselte, und durch dieses die Arbeiterschaft verwirrende Verhalten die Entwicklung des Klassenbewusstseins bei breiten Massen verhinderte. Gegenüber diesen beiden Faktoren des Scheiterns der Revolution in Deutschland ist die Tatsache des Widerstandes der Bourgeoisie nur insoweit von Bedeutung, als er eben kausal bedingt war von jenen beiden anderen. Reichenbachs Einschätzung ist realistisch. Sie erfasst dennoch nicht die gesamte Realität, denn die KAPD hat sich in dieses Abenteuer hineinziehen lassen. Sie hatte es versäumt, ihr Verhältnis zur KPD und zu den Insurrektionalisten, also Aufstandsbefürwortern wie eben Hölz, Plättner,
hinreichend zu klären. Ihre Kader waren sich unschlüssig, auf welche proletarischen Kräfte sie zu setzen gehabt hätten. Vom Scheitern der Märzaktion sollten sich KAPD und auch die AAU nie wieder erholen. Hier spielt ein mangelndes Verständnis der Räte hinein. Also, ich habe mich in meiner Schrift natürlich sehr stark ideengeschichtlich orientiert, weil jeder Versuch einer Engführung von Theoriebildung und sozialen Umständen und sozusagen sozial-mentalen Verarbeitungsformen den Rahmen grotesk gesprengt hätte. Deshalb darf man das alles nicht so verstehen, wie das ja auch immer so gerne unter Linken gesagt wird, wenn man das richtige Argument gelernt hat, dann ergibt sich alles andere. Also wenn es so einfach wäre, wären wir heute alle Gegenstandpunkt-Abonnenten. Und wir wären es auch geblieben. Hier spielt ein mangelndes Verständnis der Räte hinein. Schaut man sich etwa die Schriften von Adolf Detmann an, wird der Rätegedanke gerade nicht, also Adolf Detmann war auch ein aus Kiel stammender intellektueller Politikwissenschaftler, der über den Rätebegriff bei Marx und Engels, das hört sich mal total spannend an, über den Rätebegriff bei Marx und Engels promoviert hat. Es ist nicht so der Knaller, die Arbeit. Gibt es bessere Dokumente. Schaut man sich etwa die Schriften von Adolf Detmann an, wird der Rätegedanke gerade nicht elaboriert ausgeführt, sondern unhinterfragt vorausgesetzt. Unabhängigkeit von Moskau, Antinationalismus und Betonung des subjektiven Momentes. Ja, das hatten wir gerade in dieser Vergötterung, in dieser Überhöhung vielleicht von jemandem wie Max Hölz. Ne? Sind viel präsenter in seinem Denken. Er teilt das mit Karl Schröder, dem eigentlichen KAPD-Mentor dieser kurzen Jahre. Oder eben mit diesem Bernhard Reichenbach. Selbst Hermann Goerter, also der große holländische Theoretiker und Aktivist des Rätekommunismus, der ab Juli 1921 in Berlin weilte, führte den Rätegedanken, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, nicht weiter aus, sondern rückte den Aufbau einer eigenen Internationale, der kommunistischen Arbeiterinternationale, in den Mittelpunkt. Der Beschluss für den Aufbau dieser Internationale erfolgte am 31. Juli 1921. Auch hier ersetzten überstürztes Handeln und Aktionismus jede Sondierung der Kräfteverhältnisse in den Arbeiterbewegungen. Die Brüche führten zu neuen Spaltungen. Aus der AAU, der Allgemeinen Arbeiterunion, erwuchs eine Einheitsorganisation, die AAUE, die immerhin grundsätzlich dem Parteigedanken eine Absage erteilte. Bis dahin war man nämlich durchaus von einer Art Doppelherrschaft, ja, oder es wäre zu einer Doppelherrschaft gekommen, war man von diesem Gedanken ausgegangen, nämlich, dass der ökonomischen Aktion oder der betrieblichen Organisation diese Aktion immer noch eine weitere Ebene bedürfte, nämlich die Ebene einer Partei, einer Zentrale, die in der Lage ist, die verschiedenen Basisaktionen national, dann auch international zu koordinieren und zum Ziel zu führen. Also gewissermaßen reproduzieren KAPD und AAU oder AAU die alte Arbeitsteilung, wie sie dann in der Theoriebildung der Sozialdemokratie in den 1890er Jahren dann schon vorgeprägt war. Es ist also keine Überwindung dieser Situation. Wir können uns darüber unterhalten, ob man sie überhaupt überwinden müsste. Aber es war jedenfalls keine Überwindung dieser Situation, sondern im Grunde genommen nur ihre Radikalisierung. Das ist aber insofern bemerkenswert, als KAPD und AAU den Anspruch hatten, schon damals den Anspruch hatten, mit SPD und ihren gesellschaftspolitischen Vorstellungen komplett gebrochen zu haben. Diese AAUE, das könnte man jetzt als Geburtsstunde des Rätekommunismus in einem engeren Sinne verstehen. Theoretiker der AAUE war der Pädagoge Otto Rühle aus Dresden. Rühle hatte wie Liebknecht in Luxemburg einen zunehmend unversöhnlichen Absetzungskurs von der Sozialdemokratie durchlaufen. Er war Reichstagsabgeordneter in der Vorkriegszeit.
Er war Mitgründer des Spartakusbundes, Mitgründer der KPD, Mitgründer der KAPD, Mitgründer der AAUE. Also ist sozusagen damals von Jahr zu Jahr immer radikaler geworden. Er formulierte das Credo des Rätekommunismus in einem Satz: Die soziale Revolution ist keine Parteisache. Im Grunde radikalisiert Rühle nur ein Theorem der KAPD. Also erinnert sie im Grunde genommen an, ihren eigenen Anspruch. Nämlich aus dem Grundsatzpapier die Allgemeine Arbeiterunion der Partei, also im Grundsatzpapier der Partei, da heißt es, die AAU ist der erste Grundstein zur Bildung der Räteorganisation. Sie muss sich also aufbauen auf den Betrieben als den Zellen der Produktion. In den Betrieben steht das Proletariat als Klasse, einer neben dem anderen als Klassengenosse. Hier steht die Masse im Triebwerk der Umbildung und Neubildung der Gesellschaft. Hier kann der geistige Kampf, die Revolutionierung des Bewusstseins in unerschöpflichem Strom von Mann zu Mann gehen. Ja, ist also ein bestimmtes Bild von Mann zu Mann, was hier auch tradiert wird. Lassen wir das mal an dieser Stelle. Gerichtet allein auf das Klasseninteresse, nicht auf kapitalistische Vereinsmeierei. Das Berufsinteresse eingeengt auf das ihm zukommende Maß. Die Betriebsorganisation ist die grundlegende Zelle der Union. Die Union ist die organische Einheit dieser Zellen. Zum Ende gedacht, also Zitat Ende, zum Ende gedacht bedeutet dies den Abschied von der Parteiform. Denn wenn die Räte nicht in der Lage wären, von sich aus einen gesellschaftlichen Zusammenhang zu stiften, sondern für diesen eine zentralisierende Partei voraussetzen, so anti-autoritär dieser auch auftreten mag, dann verkörpern die Räte eben nicht das Prinzip der Befreiung, sondern wären eine nachgeordnete Variable. Die Kämpfe nach 1918 hatten aber durchweg demonstriert, dass es die Parteizentralen waren, die Fehlentscheidungen trafen und sich als Hemmschuh erwiesen. Die Befreiung konsequent von den Betriebsorganisationen aus zu denken und nicht als quasi putschistischen Doppelschlag aus Generalstreik und Bürgerkrieg, war die Option, die Möglichkeit, die objektiv noch verblieben war. So, jetzt habe ich auch schon gesehen, dass wir in der Zeit sehr fortgeschritten sind. Also im Grunde genommen bin ich jetzt bis auf die Schwelle der eigentlichen rätekommunistischen Theoriebildung gekommen. Und dann möchte ich jetzt dann einen relativ weiten Schritt nach vorne machen. Nämlich zu einem Papier eben aus der Zeit der holländischen Rätekommunisten springen, als halt auch dieses Manifest, wenn man so will, von Henk Kannemeyer diskutiert wurde, das vom Werden einer neuen Arbeiterbewegung. Und da gab es auch dann in der Zeitschrift, heißt Rätekorrespondenz, findet sich auch komplett eingescannt im Netz. Das ist, wie gesagt, die Archivlage ist glänzend oder die Recherchesituation ist glänzend. Dort findet sich auch ein Diskussionsbeitrag, Probleme der neuen Arbeiterbewegung ist anonym. Vielleicht stammt er von Paul Mattig, vielleicht von Helmut Wagner und weiß es alles nicht so genau, ist auch nicht so wichtig. Und damit möchte ich dann auch enden. Eine besondere Unterdrückungsmaschinerie braucht die Arbeiterschaft so wenig wie eine besondere politische Organisation neben den Räten. Die besondere politische Organisation ist letzten Endes nur ein Ausdruck der Unreife der revolutionären Situation, ein Ausdruck der Unmöglichkeit des Sturzes des Kapitalismus. Ja, also zu Ende gedacht heißt das, die KAPD hätte so stark sein können, wie sie wollte, hätte stolz sein können auf Zehntausende Mitglieder, die sie ja auch für einige Monate hatte, aber eben das ist nicht Ausdruck einer baldigen Revolution, sondern spricht eher für das Gegenteil. Die Räte müssen allein, jetzt weiter im Zitat, die Räte müssen allein die ökonomischen und politischen Machtmittel in den Händen haben. Und sie haben sie ja auch, wenn sie sie nicht einer besonderen Körperschaft ausliefern. Die Existenz zweier besonderer Machtzentren kann nur zur Eliminierung der einen von beiden führen. Die Räte organisieren die Diktatur wie späterhin Produktion und Verteilung. Sie können nicht eine besondere Macht neben sich dulden, denn darin liegt schon ihre kommende Entmachtung eingeschlossen. Alle Macht im Reden ist keine leere Phrase, sondern bitterste Notwendigkeit. Und damit
Ja, ein bisschen ist es ein bisschen länger geworden. Ja, gut, aber ich schließe damit.